Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Ja, ich habe schon wieder vergessen, mein Mikro runterzuklappen. Das passiert mir fast jedes Mal, egal. Ich habe beschlossen, auf meinem Kanal ein bisschen was über Minecraft an sich zu erzählen, beziehungsweise über Redstone. Ist schon dieses pulverige rote Zeug, ne? Insbesondere zum Thema Wargies, welche von Mr. Creative entworfen wurden, für die es nicht wissen, das sind Kampfmaschinen in Minecraft. Diese verfügen über ein zentrales Kommandozentrum, über TNT-Kanonen, müssen einem gewissen Regelwerk entsprechen, welches auch von Mr. Creative e.V., dem Erfinder der Wargies, erstellt wurde. Und da kann man halt an einer Wargie-Liga teilnehmen und. Das guckt ihr euch am besten auf seinem Kanal an. Und ja, diejenigen von euch, die sich mit TNT-Kanonen schon etwas näher auseinandergesetzt haben, die kennen sicherlich die TNT-Kanone, welche Stichkanone genannt wird. Erfunden von Tunida 85 oder 58, irgendwie sowas. Ich schreibe den Kanalnamen von dem in die Videobeschreibung, genauso wie den von Mr. Creative TV. Wenn ihr diese Kanone kennt, dann werdet ihr sicherlich wissen, dass diese einen ziemlich hohen Schaden an Blöcken macht und schafft es mit wenigen Schüssen, ein gegnerisches Wargie komplett zu durchbohren. Deswegen heißt es ja auch Stichkanone. Jetzt würdet ihr euch sicherlich fragen, gibt es diese Kanone auch in einem automatischen Format, also dass ich einen Knopf drücke und diese Kanone schießt automatisch die Anzahl von Schüssen, die sie braucht, und das gegnerische Wargear an eben jener Stelle, an der sie postiert ist, komplett zu durchlöchern. Und da kann ich euch nur sagen, ja, gibt es. Haha. Da ist das gute Stück. Ja. Ich weiß nicht genau, wie lange ich den Lauf maximal machen kann. Mit der Länge hat es eigentlich ganz gut geklappt von den TNT Zielen her und so. Tja. Was soll ich dazu noch groß sagen? Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie man die belädt. Dann zeige ich euch, wie man das ganze Ding steuert. Natürlich kann man das Ganze noch voll automatisieren. Also ich habe jetzt hier nur so einen groben Aufbau. Nachher kann man einfach Knopf drücken, nachladen, Knopf drücken, Dauerfeuer, Knopf drücken. Hier, Einzelfeuer. Diese Kanone hat 3 Schuss. Also ist nicht das meiste, aber das reicht vollkommen aus, um diese 35 Blöcke dicke Wand aus Endstone, also aus massivem Endstone, da ist kein Hohlraum oder so zwischen oder ein anderer Block, zu durchlöchern. Ja. Und das ist ja auch eigentlich schon der Hauptzweck einer Stichkanone. Und ja, viel mehr können die Stichkanonen eigentlich auch nicht. Also die machen jetzt nicht so ein Riesenloch oder so da rein. Dazu habe ich auch eine Kanone, die das Wargie erst durchbohrt und dann, wenn sie im mittleren ist, so ein riesiges Loch reinspringt. Die kann ich auch mal vorstellen, aber die braucht sehr viel TNT. Ja, das ist noch der Prototyp. Also, wie gesagt, die Automatik fehlt noch. Aber das ist ja eigentlich nur noch Redstone-Schaltkreis. Ich baue sie mal auf und erkläre, also ich befülle sie und erkläre euch dabei was ein bisschen was über die Kanone, deren Download ihr übrigens auch in der Beschreibung finden könnt, in Form eines MC-Edit Schematic Formats. Also könnt ihr Probleme mit World Edit oder Singleplayer Commands oder MC-Edit, keine Ahnung. Womit ihr die auf jeden Fall einfach in die Welt einfügen könnt. Ja, wenn ihr den Mod bzw. das Plugin nicht auf Server bzw. Client habt, dann müsst ihr es euch eben drauf machen. Dann kann ich nicht ändern. Nee. Aber die ganze Welt dafür hochzuladen wäre im Prinzip nur Speicherplatzverschwendung auf meinem schönen Media-Fire-Konto.
Ihr füllt ja halt so eine Steinlage direkt vor den Pistons. Die wird nachher noch wichtig. Und halt der TNT, aber nicht unter den Pistons. Halt einfach nur so weit, bis diese Wolke hier zu Ende geht. Die Wolle könnt ihr problemlos durch ein anderes Material ersetzen, durch einen anderen festen Block, wohlgemerkt. Also am besten durch Endstone, weil das ist zerstörbar, aber trotzdem das härteste Material. Das ist das zerstörbare Material, was für ein Wargear dementsprechend sehr gut geeignet ist. Den Sand füllt ihr hier, wie viele sind das? 6 Dinger, also 6 Blöcke hoch auf, bis sie halt hier diesen Rahmen erreicht. Das ist bei der Zündladung da, also dessen Magazin ihr hier seht, ein bisschen mehr als hier. Ihr könnt das Magazin relativ einfach erweitern. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das geht. Da gibt es eigentlich mehrere Herangehensweisen, aber naja. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Kanone, die ist so schnell durch diese Wand durch und dann würden die Projektile nur hinten rausfliegen. Das ist nicht gerade so unglaublich sinnvoll. Ja. Weiter beladen, dann müsst ihr hier dazu in diesen Lauf reingehen. Ihr könnt diese Kanonen übrigens auch manuell abfeuern, also indem ihr hier manuell TNT reinpackt, wenn ihr in den Lauf geht und so. Aber das ist ein bisschen umständlich. Naja. Außerdem ist das, müsst ihr dann auch ein bisschen von der Automatik mitspeisen. Ja, jetzt packt ihr auf jeden Fall hier TNT noch hin. Ihr müsst aufpassen, ihr dürft nicht direkt unter die Pistons TNT setzen. Das führt zu einem Fehler in der Matrix. Ja, packt jetzt hier die Brauchstände, bis unten auf die Brauchstände alles zu. Bis ihr hier angekommen seid, dann packt ihr hier unter dem, also einen Block über dem Wasser. Oder auch genau in den Block, wo die ersten Repeater drauf sitzen, da packt ihr TNT hin. Und hier auch wieder bis ein Block unter die Pistons. Und nicht direkt unter die Pistons. Das ist hier verbaut, das ist natürlich clever. Wie ihr das Ganze erweitert, dürfte klar sein. Ihr könnt einfach das, also das Magazin erweitert, ihr könnt einfach das Ding an der Höhe erhöhen, indem ihr einfach diesen oberen Aufbau nach oben zieht, solange. Es geht halt so lange, bis diese Pistons hier nicht mehr nachschieben können. Das sind 12 Blöcke, kann ein Piston maximal schieben. Oder, beziehungsweise und, ihr erweitert das hier weiter zur Seite. Da müsst ihr allerdings, also ihr müsst in beiden Fällen sehr viel mehr Sand reinschütten. Diese Steinblöcke, die hier unter dem Sand sind, die sind sehr wichtig. Da, also in der Treibladung sowie auch in der Zündladung. Die bewirken halt, weil die wird ja von oben beladen, die Kanone, und die bewirken halt, dass da, dass der Sand nicht von oben einfach an die Kanone reinfällt, und wenn beim letzten Schuss ging es halt auch noch dazu zur Laufkompression, da die ja, also der Lauf wird bei normalen Stichkanonen ja von Pistons kompressiert, die einfach so von oben halt runterdrücken. Das geht hier halt nicht, weil das TNT ja schon von oben kommt, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, kompressiere ich den Lauf doch einfach mit dem TNT. Und dann schiebe ich halt das TNT von oben so, dass es halt eine Laufkompression ergibt nachher. Hier kann man das Delay einstellen. Das ist halt, man kann halt diesen einen Repeater in drei Repeater aufteilen. Maximal, das, also die eine Repeater hat drei Ticks. Mit diesen drei Ticks, die hier, die man jetzt hier auch mit drei Repeatern mit keiner Einstellung erreicht, ist es auf dieser Entfernung, das ist etwas mehr als 50 Blöcke. Ich bin noch ein bisschen rumprobieren mit dem Lauf und deswegen passt das nicht genau mit 50 Blöcken. Ja, hat eigentlich so ganz gut funktioniert bisher. Ja, wenn ihr die TNT-Kanone starten wollt, dann drückt ihr diesen Hebel hier. Dieses Feld, das ist eigentlich uninteressant, das habe ich nur dahin gebaut, damit ich den Hebel erziehen kann, schnell nach vorne gehen kann, um zu gucken,
wie ich das Delay anders einstellen muss. Also wenn es zum Beispiel das TNT runterfällt, dann muss es halt ein geringeres Delay, wenn es vor dem Block explodiert, dann halt ein größeres Delay. Und die TNT-Blöcke werden leider nicht so weit gerendert, deswegen habe ich das hier so eingebaut, dass ich da schnell nach vorne fliegen kann und die Kanone erst später zündet. Ja, das hier ist ein dreifacher Piston-Extender, eventuell ein bisschen übertrieben für diese Kanone. Also das TNT fliegt so verdammt schnell, dass die Blöcke teilweise gerendert werden, dass sie hier aus dem Lauf rausfliegen, obwohl das ja nicht sein kann, weil es hier massive Blöcke sind, ist auch eigentlich nicht so. Also die sind schon hier drin und bleiben auch da drin, aber das wird halt manchmal so gerendert, als wenn die da durch die Luft fliegen da raus. Das ist echt crazy shit. Ja, wie feuert ihr die Kanone ab? Ganz einfach, wenn ihr sie beladen habt, dann legt ihr diesen Hebel um, lasst den auch umgelegt und geht nach vorne und schaut euch dieses schöne Kunstwerk an. Ja, das mit dem Delay hat jetzt anscheinend nicht ganz gepasst. Normalerweise sollte das Loch kleiner sein und tiefer. Sorry, my fault. Wie gesagt, ich will noch ein bisschen rumprobieren mit dem Delay. Ich teste es mal so. Wie die Kanone auf jeden Fall wieder nachladet. Wie gesagt, das kann man auch automatisieren alles. Erstmal macht ihr den Hebel wieder aus, damit da kein Strom mehr drauf ist. Und ihr seht auch hier, diese TNT-Schicht wird direkt nach dem Schuss wieder nachgedrückt. Das hat den Grund, dass das halt den Lauf kompressiert, sodass das hier in einer Ebene mit dem Lauf ist, sodass das TNT nicht da oben hängen bleibt. Was ich halt nicht mit Pistons machen konnte, weil von oben beladen und so. Dazu geht er hin, macht hier mal, dreimal, Hebel hoch und runter, was das nachher so aussieht, und hier zweimal. Das müsste dann beides nachher so aussehen. Und die Kanone ist von neuem beladen und man kann neu feuern. Diesmal mit einer etwas anderen Repeater-Einstellung. Mal gucken, ob das diesmal funktioniert. Wie man gesehen hat, ist das auch nicht ganz von hingehauen, weil das TNT vorher noch explodiert ist. Wie gesagt, alles noch so ein bisschen im Teststadium. Ich wollte die Kanone nur so ein bisschen vorstellen. Also ihr könnt auch selber gerne ein bisschen an dem Delay rumspielen. Das ist ja keine große Sache. Man sollte es auf jeden Fall schaffen, mit drei Schüssen durch diese Wand durchzukommen. Das habe ich gerade auch schon geschafft. Ich weiß allerdings nicht mehr, welche Repeater-Einstellungen ich dazu verwendet habe. Hier nicht wundern, dass hier auch noch Sand vor ist. Wie gesagt, Laufkompression. Man sieht auch hier, die Kanone kommt wirklich sehr tief. Ich hatte vorhin wirklich einen Versuch, mit dem ich mit drei Schüssen problemlos hier rausgekommen bin. Also wäre das jetzt hier noch ein vierter Schuss, dann hätte die Kanone es auch sicherlich problemlos geschafft. Wie gesagt, Repeater-Einstellung, müsste man ein bisschen dran rumgucken. Die Kanone hat eine sehr hohe Reichweite, wegen eben diesem vierfachen Piston-Extender und dieser extremen Menge an TNT, die hinten in der Treibladung drin sitzt. Das ganze TNT fliegt sehr geradlinig, wie man hier sieht. Direkt da rein. Verliert fast nicht an Höhe. Wie man das halt von einer Stichkanone kennt. Dieses System mit dem Stichdings, also mit den Delays von dem Zündungsteil, liegt hier hinter. Kann man halt gucken. Ich passe mal wieder zu. Hier passt halt eine ganze Menge von Panzerung vor, weil man kann den Lauf halt noch erweitern. Ich habe mir jetzt nur so lang, weil ich noch nicht so weit ausgetestet habe, was diese Kanone alles für ein Potenzial hat. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass sie ein großes Potenzial hat.
Ihr würdet euch jetzt wahrscheinlich auch fragen, ja, wieso baut man so eine Kanone im Wargear ein, also so eine Automatikkanone, obwohl man das mit einer manuellen Kanone eventuell schon mit zwei Schüssen schafft, da komplett durchzukommen, diese Wand. Jetzt einen ganz einfachen Grund, und zwar eine automatische Kanone lädt schneller nach, ist generell schneller. Und im Wargear-Regelwerk steht ja, dass automatische TNT-Kanonen von Anfang an, also ab Wargear einmal Turnierbeginn, befüllt sein dürfen. Das heißt, ihr dürft diese Kanone, die nur unwesentlich größer ist als eine echte Stich, also die ist, eine echte Stich ist ungefähr so hoch, dann ungefähr bis hier etwas höher und so bis da vielleicht. Und ein bisschen breiter, ach, ein bisschen unbreiter, halt so schmaler. Ja, und da ist diese halt nur unwesentlich größer. Und ihr habt den enormen Vorteil, ihr dürft diese Kanone von Anfang an beladen haben. Und mit diesen drei Schüssen, wenn ihr die richtige Einstellung herausgefunden habt, könnt ihr diese Kanone einfach automatisch abfeuern vom Kommandozentrum aus, und die bohrt euch ein Loch in das gegnerische Wargear direkt nach Kampfbeginn. Und wenn ihr die Kanone dann gescheit postiert habt, was bei einer Stichkanone ja sowieso vorausgesetzt ist, weil sie eben einen sehr kompressierten Schaden macht, aber dann halt durch das ganze Wargear durch mit relativ wenig Schüssen. Ja, hat man eigentlich eine extrem optimale Stich. Ihr müsst da nichts machen, ihr müsst nicht zu den Dingen hingehen, ihr müsst es im Prinzip auch nicht nachladen. Ihr könnt es natürlich machen, das ist bei diesem oben Nachladen Dings auch eigentlich einfacher als bei normalen Kanonen, da hier nur so ein bisschen, und das andere, da könnte man zum Beispiel bei einem größeren Lauf, wie es bei meiner Hauptkanone, die immer noch Work in Progress ist, da habe ich hier einfach so eine Tür reingebaut und dann kann man hier rein, zap, zap, und es ist bei meiner Hauptkanone, ist das hier auch kürzer, aber das dafür richtig lang nach unten. Da kann man einfach hier wegschlagen, halt neuen Sand auffüllen, in anderer füllt halt diese senkrechten Sandtürme nach, und dann hat man die Kanone auch schon nachgeladen. Sie ist wieder einsatzbereit, was bei dieser Stich in diesem Fall allerdings nicht sehr viel Sinn macht. Meine Hauptkanone ist dann ein bisschen anders gestrickt. Die bohrt ein Loch in das gegnerische Wargear und jagt danach extrem viel TNT einfach nur da rein, was dazu führt, dass man das V6 von Mr. Creative EV innerhalb von 6 Schüssen komplett kampfunfähig macht. Bei meinem Test hat noch eine Kanone funktioniert, ganz oben in einer Ecke. Also, das ist schon effektiv, meine Kanonentechnik, meine neue. Ja, wie gesagt, die bauen grundsätzlich alle so ein bisschen auf die Stichkanone auf, wobei meine wirklich effektivsten Kanonen halt ein Loch in das Wargear bohren, und dann, wenn das Loch ungefähr in der Mitte des gegnerischen Wargears ist, also so bei 10, 15 Blöcken, Explosion Fett, richtig fett. Und das fetzt das Kommandozentrum mit weg und sämtliche Kanonen, die sich in der Mitte befinden. Und ich war 10, 15 Blöcken, ein bisschen tiefer, so bei 15, 20 eher. 15 wäre ein bisschen mau. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Kanonenmodell hat euch geholfen. Wie gesagt, Download-Link zum NC-Edit-File in der Beschreibung. Könnt ihr mit Worded oder so einfügen. Ihr dürft diese Kanone natürlich in euren Wargames verwenden, sonst hätte ich sie nicht vorgestellt. Müsst ihr allerdings eins beachten: Ihr dürft diese Kanone nicht für euers ausgeben, und wenn ihr euer Wargame irgendwo hochladet oder so, dann schreibt doch bitte dabei, dass eben dieses Kanonenmodell von diesem Kanal stammt. Das wäre sehr nett. Creative Commons und so. Ist Bescheid, Namensnennung. Solltet ihr beachten, das ist sonst echt. Ist keine große Motivation, Videos zu machen und die Sachen nachher zum Download freizugeben und dann irgendwo genau denselben Download wiederzufinden. Am besten noch wirklich genau denselben Download, nicht mal ein Reupload oder sowas, und dann sagen, ja, hab ich gebaut. Das passiert ja leider öfter, ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert, aber ich weiß, dass es vielen Leuten bisher so passiert ist, und macht man nicht. Das macht man wirklich nicht. Das ist im Prinzip sogar Diebstahl. Wenn ihr damit Geld machen würdet, könnte man euch ja anklagen.
Aber das macht ihr alle nicht, ne? Nein, ihr seid ja lieb und nett. Ich habe mich abonniert. Also macht ihr das auch nicht. Finde ich toll. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nein, auch. Nein, Quatsch. Lasst bitte konstruktive Kritik da, wie ich meine Videos verbessern kann. Ganz wichtig, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich dieses Kanal, ob ich dieses Format mit diesen TNT-Kanonen bzw. Redstone Tipps und Tricks oder wie baue ich mein Wargear richtig weiterführen soll oder ob euch das alles ein Scheißdreck interessiert und ob ich irgendwas anderes machen soll. Wenn ich irgendwas anderes machen soll, dann schreibt mir aber bitte in die Kommentare, was und warum. Und ja, ich denke, das war's soweit. Ja, ciao.